This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 5. Juli 2018, immer noch ein wunderbar schöner, warmer Sommertag, 28 Grad oder sowas, aber was schwül draußen, habe ich mich eingefunden, um den 17. Teil zu lesen aus dem wundervollen Buch von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Wir sind immer noch im 4. Kapitel, die Kreuzzüge gegen die Albigenser. Und ich werde noch mal eben einen Absatz zurückgehen und am zweiten vollen Absatz auf Seite 170 anfangen zu lesen, obwohl ich den schon gelesen habe, weil zum Ende des Absatzes eine sehr wichtige Sache letztes Mal besprochen wurde, die ich jetzt zwar nicht noch mal extra bespreche, aber die ich zu Anfang dieser Lesung deutlich mit in der Lesung mit beihaben möchte, dass diejenigen das selber studieren können, die vielleicht Zweifel daran haben, an dem, was der Autor hier sagt. Also, die Kreuzzüge gegen die Albigenser ist das Kapitel und wir lesen im Augenblick in dem Unterabschnitt der Beginn des Kreuzzuges und das Blutbad von Béziers, auf das wir zukommen. Und am Anfang auf Seite 170 sagt der Autor hier: Es darf nicht übersehen werden, dass der Krieg trotz seines religiösen Ursprungs doch schon jetzt den Charakter eines Nationalkrieges annahm. Ja, also obwohl es ein Kreuzzug war, ein religiöser Krieg, nahm er den Charakter eines zivilen Bürgerkriegs an sich. Die Haltung, die Raimund beobachtete, sowie die Zurückweisung der von dem Vicomte von Béziers angebotenen Unterwerfung, beraubte die Kirche tatsächlich jedes Vorwandes für weitere Aktionen. Aber die Männer des Nordens brannten darauf, die 700 Jahre vorher von Chlodwig begonnene Eroberung zu vollenden, und die Männer des Südens, Katholiken sowie Heretiker, waren einmütig entschlossen, dem Einfall Widerstand zu leisten, trotz der vielen Unterpfänder, welche die Adligen und die Städte zu Anfang gegeben hatten. Wir hören nichts von einer religiösen Zwietracht unter ihnen, ja, also zwischen den Katholiken und den Heretikern. Wir hören nichts von einer religiösen Zwietracht unter ihnen und verhältnismäßig wenig von einer Höfe, die den Kreuzfahrern seitens den orthodoxen Bewohnern des Landes zuteil wurde.
Und doch hätte man annehmen sollen, dass diese Kreuzfahrer, die Kreuzfahrer willkommen geheißen hätten, als Befreier von der Herrschaft oder der Gewalt eines verhassten feindlichen Glaubens. Die Toleranz war zur Gewohnheit geworden. Das ist ja zeichnend für die Zeit, in der wir 2018 heute leben. Ja? Toleranz war zur Gewohnheit geworden und der Rasseninstinkt war stärker als die religiösen Empfindungen. Es ist dies fast das einzige derartige Beispiel im Mittelalter, denn die Nationalität hatte sich damals noch nicht aus dem Feudalstaat herausgebildet und die religiösen Interessen wurden noch allgemein als die ausschlaggebenden betrachtet. Auf diese Weise erklärt sich die bemerkenswerte Tatsache, dass das wankelmütige Verhalten Raimunds seinen Untertanen geradezu verhasst war. Beständig drängten sie ihn zum Widerstande und hingen ihm und seinem Sohne mit einer Treue an, die kein Unglück und keine Selbstsucht erschüttern konnte, bis zuletzt die völlige Vernichtung des Hauses Toulouse sie ihrer Führer beraubte. Na, das klingt ja beinahe so, wie die Deutschen Adolf Hitler angegangen haben im Dritten Reich. Ja? Und wie andere Führer oder andere Völker ihrem Führer angehangen haben. Raymond Roger von Béziers hatte seine Hauptstadt befestigt und mit einer Garnison versehen. Dann hatte er sich zur großen Entmutigung seines Volkes in die sichere Festung Carcassonne zurückgezogen. Der Bischof Reginald von Béziers war bei den Kreuzfahrern. Als dieselben nun vor der Stadt angekommen waren und sie aus Menschenfreundlichkeit vor der Vernichtung bewahren wollten, erlangte der Bischof von dem Legaten die Ermächtigung, der Stadt vollständige Schonung anzubieten, falls die Ketzer, von denen er eine Liste hatte, ausgeliefert oder vertrieben würden. Nichts konnte vom Standpunkte der Kreuzfahrer maßvoller sein. Als jedoch der Bischof in die Stadt kam und die höchstgestellten Einwohner zusammenrief, wurde das Anerbieten einstimmig und mit Verachtung zurückgewiesen. Katholiken und Katharer waren als Bürger derselben Stadt zu eng miteinander verbunden, als dass sie einander hätten verraten können. Sie wollten sich, wie sie mutig erklärten, obwohl von ihrem Herrn verlassen, lieber bis zum Äußersten verteidigen. Wollten sie sogar ihre eigenen Kinder verzehren müssen. Diese unerwartete Antwort brachte den Legaten in einen solchen Zorn, dass er schwor, die Stadt mit Feuer und Schwert zu vernichten, weder Alter noch Geschlecht zu schonen und keinen Stein auf dem anderen zu lassen. So wie damals Jesus Christus vorhergesagt hat, was mit Jerusalem und dem Tempel passieren soll in 70 nach Christus. Während nun die Führer des Heeres berieten, was zunächst zu tun sei, rückte plötzlich ein Haufen von Trossleuten nach dem Berichte des Legaten gemeines und unbewaffnetes Volk, das aber von Gott inspiriert war, gegen die Mauern vor und erstürmte sie, ohne dass die Führer es befohlen oder sogar gewusst hatten. Das Hauptheer folgte und der Eid des Legaten ging tatsächlich in Erfüllung durch ein Blutbad, wie es fast ohnegleichen dasteht in der europäischen Geschichte. Vom Kinde in der Wiege bis zum wankenden Greise wurde nicht einer geschont. 7000 sollen in der Kirche der Maria Magdalena, in der sie Zuflucht gesucht hatten, niedergemetzelt worden sein. Die Gesamtsumme der Erschlagenen wird von dem Legaten selbst auf fast 20.000 angegeben, während weniger zuverlässige Chronisten sogar von 60.000 oder 100.000 reden. Nach dem Berichte eines eifrigen Zeitgenossen aus dem Zisterzienserorden soll Arnold, als man ihn fragte, ob die Katholiken geschont werden sollten, aus Furcht, die Ketzer möchten durch Vorschützung der Rechtgläubigkeit entkommen, die brutale Antwort gegeben haben: Tötet sie alle, denn Gott kennt die Seinen. Und diese Aussprache geht zurück auf den 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19. So, dann schlage ich das mal eben in der Schlachter 2000 auf. Und da lesen wir im 2. Timotheus 2,19: Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Na, also er zitiert hier 2. Timotheus 2,19, wobei am Ende des Verses steht, wie ich gerade vorgelesen habe, dass man sich von der Ungerechtigkeit abwenden soll. Ne?
Wie steht's hier? Nochmal eben aufschlagen. Ich bin immer zu schnell, mit der Bibel wieder zuzumachen. Jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Also Ungerechtigkeit ist es ja nun immer, um jemanden zu töten, oder nicht? Also wie kann jemand dann auf der einen Seite die Bibel zitieren und auf der anderen Seite dann das Zitat nicht vollständig aussprechen? Das ist eben immer das Problem auch der römisch-katholischen Kirche, das möchte ich doch mal eben anholen, dass die gerne die Bibel zitiert, aber nur so weit, wie es ihr gut auskommt. Ja? Dann werden halbe Zitate nur gefertigt, dann werden nur halbe Verse zitiert oder eben das Stück, was der Kirche gut auskommt. Das ist hier ganz genauso. Ja? Wenn hier also der Arnold die Antwort bekommt, tötet sie alle, denn Gott kennt die Seinen, dann ist das nur ein Teil des Vers 19 aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 19. Den hinteren Teil, jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit, nennt er nicht. Und es ist ja wohl ungerecht, einen anderen zu töten. Es ist ja nicht nach Christi Gesetz, oder? Was sagt Jesus Christus über das Töten anderer Menschen? Eben. Aber kommt der römisch-katholischen Kirche natürlich gut aus auf die Art und Weise. Also, noch einmal, nach dem Berichte eines eifrigen Zeitgenossen aus dem Zisterzienserorden soll Arnold, als man ihn fragte, ob die Katholiken verschont werden sollen, aus Furcht, die Ketzer möchten durch Vorschützung der Rechtgläubigkeit entkommen, die brutale Antwort gegeben haben, tötet sie alle, denn Gott kennt die Seinen. Das ist ein bisschen wie einige Jahre später, im 17. Jahrhundert, wenn der Beichtvater Lachaise von Louis XIV., dem König von Frankreich, dem erzählt, du kannst die Hugenotten ruhig alle umbringen, die sind sowieso schon tot. Ja? Nach dem Motto, die sind ja außerhalb der römisch-katholischen Kirche, außerhalb derer gibt es keine Erlösung. Das sind sowieso alles schon Tote. Das ist im Grunde nichts anderes. Das ist hier bei dem Arnold im Anfang des 13. Jahrhunderts, wo wir hier drüber lesen, derselbe Fall. Nach dem Motto, tötet sie alle, denn Gott kennt die Seinen. Wenn ihr die Leute von Gott tötet, dann kommen die sowieso in den Himmel, oder wie ist die Denkweise? Also, fahren wir fort. Während des wahnsinnigen Blutbades und der Plünderung war die Stadt in Brand gesteckt worden und die Sonne jenes schrecklichen Julitages ging unter über einer Masse rauchender Trümmer und geschwärzter Leichname. Ein Brandopfer für die Gottheit der Gnade und der Liebe, die die Katharer wohl mit gutem Rechte als das Prinzip des Bösen ansehen mochten. In den Augen der Orthodoxen, also der Katholiken aber, war das ganze Unternehmen so offenbar das Werk Gottes, dass die Kreuzfahrer nicht daran zweifelten, bei ihren Waffentaten von dem Segen des Himmels begleitet zu sein. Noch andere, zwischen Anführungszeichen sage ich mal, Wunder kamen hinzu, um sie zu ermutigen. So hatten sie bei ihrer sinnlosen Verwüstung auch alle Mühlen zerstört, die sie erreichen konnten. Und doch war das Brot immer in wunderbarer Fülle und Billigkeit im Lager vorhanden. 30 Laib für einen Denar, das war der gewöhnliche Preis. Ferner sah man es als eine Ermutigung des Himmels an, dass während des ganzen Felszugs kein Geier, keine Krähe und kein anderer Vogel jemals über das Heer hinwegflog. Von ähnlichem Glück waren auch die kleineren Kreuzfahrerheere auf ihrem Marsche zum Hauptheere begünstigt. Eines, das unter dem Vicomte von Turenne und Guido von Auvergne stand, hatte das fast uneinnehmbare Schloss Chasseneuil nach kurzer Belagerung erobert. Die Besatzung schloss einen Vertrag und erhielt die Erlaubnis abzuziehen. Die Einwohner dagegen blieben der diskretionären Gewalt der Sieger preisgegeben. Diese ließen ihnen die Wahl zwischen Bekehrung und Scheiterhaufen. Das altbekannte Bekehre dich oder stirb, convert or die. Ja? Und da sie bei ihren Irrtümern hartnäckig verblieben, wurden sie erbarmungslos verbrannt. Ein Beispiel, das allgemein befolgt wurde. Eine andere Schar unter dem Bischof von Puy hatte Caussade und Saint-Antonin gegen ein Lösegeld verschont. Sie wurde allgemein getadelt, wegen dieser unangebrachten geizigen Gnade. Das ganze Land war so von Furcht erfüllt, dass, als ein Flüchtling in das Schloss Villemur kam und das falsche Gerücht verbreitete, die Kreuzfahrer kämen und würden es wie die übrigen behandeln, die Einwohner unter dem Schutze der Nacht das Schloss verließen und es selbst in Brand steckten.
Zahlreiche Festungen wurden tatsächlich ohne Schwertstreich ausgeliefert oder sogar leer angetroffen, obwohl sie reichlich mit Lebensmittel versehen und für eine Belagerung befestigt waren. Auf diese Weise wurde eine Gebirgsgegend, die von Schlössern starrte und deren Eroberung Jahre gekostet haben würde, wenn sie hartnäckig verteidigt worden wäre, in einem Feldzuge von einem oder zwei Monaten erobert. Um sich zu retten, nahm die volkreiche und aufrührerische Stadt Narbonne die strengsten Gesetze gegen die Ketzerei an, brachte eine große Subvention zur Unterstützung des Kreuzzuges auf und lieferte verschiedene Schlösser als Bürgschaft aus. Ohne sich bei den Trümmern von Béziers aufzuhalten, zogen die Kreuzfahrer, noch immer unter der Führung Raimonds, schnell nach Carcassonne, einer Stadt, die als uneinnehmbar galt und die Raimond Roger zu seinem letzten Stützpunkt ausersehen hatte. Die Verständigeren unter den Führern der Angreifer, die eine dauernde Besetzung des Landes ins Auge fassten, hatten nicht den Wunsch, das schon gegebene Beispiel zu wiederholen, um schließlich ein vollständig schutzloses Land in Händen zu haben. Als man darum am 1. August, nur 9 Tage nach der Zerstörung von Béziers, vor den Mauern von Carcassonne ankam, begann man mit einer regelrechten Belagerung. Die äußere Vorstadt, die kaum zu verteidigen war, wurde erstürmt und nach verzweifeltem Widerstande verbrannt. Die zweite, stark befestigte Vorstadt erforderte längere Bemühungen, bei denen alle Hilfsmittel der damaligen Kriegskunst auf beiden Seiten angewandt wurden. Als sie nicht länger mehr zu halten war, wurde sie von den Belagerten geräumt und verbrannt. So blieb dennoch die Stadt selbst übrig, deren Einnahme indessen hoffnungslos erschien. Soll sie doch nach der Überlieferung selbst Karl der Große 7 Jahre lang vergeblich belagert und schließlich nur durch ein Wunder in seine Gewalt gebracht haben. Man bot dem Vicomte an, er solle mit 11 Personen seiner Wahl freien Abzug haben, unter der Bedingung, dass die Stadt und ihre Einwohner den Kreuzfahrern preisgegeben würden. Mit männlicher Entrüstung verwarf er den Vorschlag. Indessen wurde die Lage innerhalb der Mauern allmählich unerträglich. Es wimmelte darin von Flüchtlingen aus der ganzen Umgegend. Der Sommer war trocken gewesen, der Wasservorrat ausgegangen und dadurch eine Pestilenz verursacht worden, unter der das unglückliche Volk täglich dutzendweise dahinstarb. In dem Bestreben, einen ehrvollen Frieden zu erhalten, ließ sich der junge Vicomte ins Lager der Feinde locken und wurde hier verräterischerweise als Gefangener zurückbehalten. Er starb bald darauf, angeblich an Dysenterie. Doch ist der Verdacht wohl begründet, dass eine verbrecherische Hand bei seinem Tode mitgewirkt hat. Ihres Führers beraubt, verloren die Einwohner den Mut. Um die vollständige Zerstörung der Stadt zu vermeiden, erlaubte man ihnen abzuziehen, ohne aber etwas anderes mitzunehmen als ihre Sünden. Die Männer in Unterhosen, die Frauen im Hemde. Alsdann wurde die Stadt ohne weiteren Kampf besetzt. Merkwürdigerweise hören wir dieses Mal weder etwas von einer Untersuchung über den Glauben der Besiegten, noch von einer einzigen Ketzerverbrennung. Die Belagerung von Carcassonne führt uns 2 Männer vor Augen, denen wir später noch oft wieder begegnen werden und die so typische Vertreter der gegensätzlichen Elemente in diesem Streite sind, dass wir wohl einen Augenblick bei ihrer Betrachtung verweilen dürfen. Es sind dies Peter II. Von Aragon und Simon von Montfort. Peter II. Von Aragon war der Lehnsherr von Béziers und war mit dem jungen Vicomte durch innige Freundschaftsbande verknüpft. Obwohl er die Hilfe abgelehnt hatte, um welche ihn dieser gebeten, so eilte er doch bei der Nachricht von der Plünderung der Stadt Béziers nach Carcassonne, um womöglich für seinen Vasallen zu vermitteln. Seine Bemühungen waren freilich fruchtlos. Man sah in Peter allenthalben das Muster südländischen Rittertums. Ein Held an Wuchs und mit allen Rittertugenden ausgestattet, stand er stets in der vordersten Schlachtreihe und an dem furchtbaren Tage von La Navas de Tolosa, der die Herrschaft der Mauren in Spanien brach, gewann er nach allgemeiner Übereinstimmung unter allen anwesenden Königen und Adligen den höchsten Ruhm. Nicht minder gefährlich als im Felde war er im Frauengemach. Seine galanten Abenteuer waren zahllos, seine Zügellosigkeit sogar in jenem Zeitalter laxer Moral berüchtigt.
Er war freigebig bis zur Verschwendung, ein Freund der Prachtentfaltung, höflich gegen alle und großmütig gegen seine Feinde. Wie sein Vater Alfons II. War auch er ein Troubadour, und seine Lieder fanden umso herzlicheren Beifall, als er ein freigebiger Beschützer seiner Rivalen in der Dichtkunst war. Außerdem besaß er einen glühenden religiösen Eifer und rühmte sich des Beinamens El Catolico. Diesen seinen Eifer bekundete er nicht nur in einem scharfen Edikt gegen die Waldenser, auf das wir schon früher hingewiesen haben, sondern auch durch einen Akt außerordentlicher Devotion, also Hingabe, gegen den Heiligen Stuhl in Rom. Im Jahre 1089 hatte sein Ahnherr Peter I. das Königreich Aragon unter den besonderen Schutz der Päpste gestellt, von denen es seine Nachfolger bei ihrer Thronbesteigung in Empfang nehmen und an die sie einen jährlichen Tribut von 500 Mannkussen entrichten sollten. Im Jahre 1204 beschloss Peter II., diese Vasallenpflicht in eigener Person zu erfüllen. Mit glänzendem Gefolge segelte er nach Rom, wo er Innozenz den Lehnseid leistete und sich zugleich verpflichtete, die Ketzer zu verfolgen. Er wurde mit einer Krone von ungesäuertem Brote gekrönt und empfing vom Papste das Zepter, den Mantel und die anderen königlichen Insignien. Diese legte er voll Verehrung auf den Altar des heiligen Petrus nieder, übergab demselben sein Königreich, wofür er vom Papst ein Schwert erhielt, und erwarf sein Reich einem jährlichen Tribut und verzichtete auf alle Patronatsrechte über Kirchen und Pfründen. Zum Ausgleich für all das wurde er entschädigt durch den Titel seines ersten Alferez oder Bannerträgers der Kirche, sowie das seinem Nachfolgern bewilligte Privileg, von dem Erzbischofe von Tarragona in seiner Domkirche gekrönt zu werden. Die Adligen von Aragonien sahen indessen in diesen Auszeichnungen nur eine unangemessene Gegengabe für die Steuern, die Peters Verschwendung verursachte, sowie für den Verlust des Kirchenpatronates. Ihre Unzufriedenheit kam zum Ausdruck in der Bildung eines Bündnisses, das als La Union bekannt ist und das Generationen hindurch den Nachfolgern Peters sehr gefährlich war. So gleicht denn Peters Laufbahn weniger der eines Monarchen als der eines Helden aus einem Ritterromane. Natürlich war es für ihn geradezu unmöglich, die Teilnahme an den Albigenserkriegen zu vermeiden, zumal er da an denselben noch ein unmittelbares Interesse hatte, durch seine Ansprüche auf die Provence, auf Montpellier, Béarn, Roussillon, die Gascogne, Comminges und Béziers. In scharfem Gegensatze zu dem Glanze dieses fahrenden Ritters stand der feste und der ernste Charakter Montforts, der sich nach seiner Gewohnheit bei der Belagerung von Carcassonne ausgezeichnet hatte. Er war der Anführer bei dem Sturme auf die äußere Stadt. Als ein Angriff auf die zweite Vorstadt zurückgeschlagen und ein Kreuzfahrer mit gebrochenem Oberschenkel wimmernd im Wallgraben zurückgeblieben war, sprang Montfort mit einem einzigen Knappen unter einem Hagel von Wurfgeschossen in den Graben zurück und trug den Verwundeten in Sicherheit von dannen. Als der jüngere Sohn des Grafen von Évreux, eines Abkömmlings des Normannen Rollo, war Montfort infolge des Erbrechtes seiner Mutter Graf von Leicester und hatte sich einen ausgezeichneten Namen erworben, ob sowohl durch seine Heldentaten im Felde, wie durch seine Weisheit und Beredsamkeit bei den Beratungen. Religiös bis zur Bigotterie, das hatten wir ja schon mal besprochen, das Wort, das ist ein übertriebener Glaubenseifer und auch eine Scheinheiligkeit, ja, typisch für Katholiken, muss ich da mal eben beisagen, die natürlich jeden anderen der Bigotterie selbst bezeichnen, logischerweise. Religiös bis zur Bigotterie ließ er, also Montfort, keinen Tag vergehen, ohne eine Messe zu hören und die aufrichtige Liebe, die ihm seine Frau Alice von Montmorency entgegengebrachte, zeigt. Entschuldigung, den Satz habe ich wohl ein bisschen geschlachtet hier, ne? Lesen wir nochmal. Religiös bis zur Bigotterie ließ er keinen Tag vergehen, ohne eine Messe zu hören, und die aufrichtige Liebe, die ihm seine Frau Alice von Montmorency entgegenbrachte, zeigt, dass der gute Ruf,
dessen er sich durch seine Keuschheit erfreute, eine seltene Tugend in jenen Tagen, wie wir gerade gelesen hatten, die ja moralisch sehr verworfen waren, wahrscheinlich nicht unverdient war. Im Jahre 1201 hatte er sich dem Kreuzzuge des Balduin von Flandern angeschlossen. Als nun die Kreuzfahrer bei ihrem langen Aufenthalte in Venedig den Venezianern ihre Dienste zur Zerstörung Zaras verkauften, wollte Montfort allein nichts davon wissen, indem er erklärte, er sei gekommen, um gegen die Ungläubigen zu kämpfen, aber nicht, um gegen Christen Krieg zu führen. Er verließ daher das Heer der Kreuzfahrer, ging nach Apulien und bestieg mit einigen Freunden ein Schiff nach Palästina, wo er dem Kreuze ehrenvolle Dienste leistete. Es ist nicht ohne Reiz zu erwägen, welcher Wechsel in den Geschicken Frankreichs und Englands stattgefunden hätte, wenn Montfort bis zur Einnahme von Konstantinopel bei dem Kreuzzuge geblieben wäre und wenn er und sein noch bedeutenderer Sohn Simon von Leicester in Griechenland oder Thessalien Fürstentümer gegründet hätten, um dort ihr Leben in dunklen und vergessenen Kämpfen hinzubringen. Als der Albigenserkreuzzug gepredigt wurde, war einer der Zisterzienseräbte, der sich am ernstesten dieser Aufgabe widmete, Guido von Vaucernay. Dieser war schon als Kreuzfahrer in Venedig mit Montfort zusammen gewesen. Seiner Überredungskunst war es zu verdanken, dass bei der gegenwärtigen Gelegenheit der Herzog von Burgund das Kreuz nahm. Dieser hatte ihm Briefe an Montfort mitgegeben, worin dem Grafen die glänzendsten Anerbietungen gemacht wurden, wenn er gleichfalls die Waffen ergreifen wolle. Guido fand den frommen Ritter in der Hauskapelle seines Schlosses Rochefort, wo er sogleich den Zweck seiner Sendung vorbrachte. Montfort zauderte zuerst. Dann nahm er ein Psalterium, öffnete es aufs Geratewohl und legte den Finger auf einen Vers, in dem er den Abt um die Übersetzung desselben bat. Er lautete: Denn er hat seinen Engeln deinetwegen befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Psalm 91, Verse 11 und 12. Tja, die göttliche Aufforderung lag auf der Hand. Montfort nahm das Kreuz, das sein Lebenswerk werden sollte, und die glänzende Tapferkeit des katalanischen Ritters musste zurücktreten vor dem tiefen Ernste des Normannen, der sich als ein Werkzeug in der Hand Gottes fühlte. Das erinnert einen doch ein wenig an die Zeit von Konstantin, ne? Wo er diese Vision bekommt, in diesen Zeichen erobere, ne? In hoc signo vinces. Und hier legt er die Hand auf die Bibel, auf einen willkürlich aufgeschlagenen Spruch und trifft auf Psalm 91, Vers 11 und 12, der so sich liest, wie ich gerade eben vorgelesen habe. Ja? Psalm 91, 11 und 12. In der Schlachter heißt es: Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein, also, denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ja? Also, nach dem Motto: Göttlicher Schutz wird ihm gewährt, wenn er eben zu Felde zieht gegen die Ketzer. Ja, so funktioniert das, weil. Wie ist dieses eine Bild, was ich öfter in die Videos eingearbeitet habe? Selbst der Teufel zitiert die Bibel, wenn es ihm gut auskommt. Ne? Also, jetzt haben wir gerade von diesen beiden Hauptpersonen gesprochen, und zwar einerseits der Peter II. Von Aragon und Simon von Montfort, die wir jetzt wohl noch eine Zeit lang begleiten werden, indem wir jetzt hier in neue Erfolge und in die Inquisition und vor allen Dingen in die Kreuzzüge hier noch ein wenig weiter hineingehen. Der Autor fährt dann fort in der Mitte auf Seite 177. Die Kreuzfahrer scheinen geglaubt zu haben, dass mit der Einnahme von Carcassonne ihre Aufgabe erfüllt sei. Wenigstens hatten sie den kurzen Dienst von 40 Tagen, der zur Erlangung der Sündenvergebung genügte, geleistet und verlangten nun danach, in ihre Heimat zurückzukehren. Der päpstliche Legat war natürlich der Ansicht, dass das eroberte Gebiet auch so besetzt und organisiert werden müsse, dass die Ketzerei dort nicht mehr festen Fuß fassen konnte.
Daher bot man dasselbe zuerst dem Herzog von Burgund und dann nacheinander den Grafen von Nevers und Saint-Pol an. Aber alle drei gingen der Versuchung vorsichtig aus dem Wege, indem sie als Grund ihrer Weigerung anführten, dass der Vicomte von Bizier schon hart genug gestraft sei. Nun wurden zwei Bischöfe und vier Ritter unter dem Vorsitz des Abts Arnold von Citeaux damit beauftragt, einen zu wählen, dem das konfiszierte Gebiet übertragen werden sollte. Unter dem offensichtlichen Einflusse des Heiligen Geistes wählten diese sieben einstimmig Montfort. Wir kennen die Klugheit des Grafen hinreichend, um gerne zu glauben, dass seine anfängliche Weigerung, das Amt anzunehmen, ungeheuchelt war und dass er, nachdem alle Bitten sich als vergeblich erwiesen, nur den unbedingten Befehlen des Legaten nachgab, der mit der ganzen Autorität des Heiligen Stuhles sprach. Montfort machte indessen die Bedingung, dass ihm auch wirksame Unterstützung gespendet würde, da aller Voraussicht nach eine solche unentbehrlich schien. Wohl wurde dies Versprechen ordnungsgemäß gegeben, aber an eine ernstliche Erfüllung desselben dachte niemand. Der Graf von Nevers, der mit dem Herzog von Burgund in Todfeindschaft lebte, zog sich fast unmittelbar nach der Einnahme von Carcassonne zurück und mit ihm ging die Hauptmasse der Kreuzfahrer. Der Herzog blieb noch eine kurze Zeit, dann wandte auch er sein Antlitz wieder der Heimat zu. So blieb Montfort mit etwa 4.500 Mann zurück, meist Burgundern und Deutschen, denen er für ihre Dienste doppelten Sold zahlen musste. Montforts Lage war äußerst gefährlich. Wohl hatten die Legaten im August, als man auf der Höhe des Erfolges stand, ein Konzil zu Avignon abgehalten und auf demselben allen Bischöfen befohlen, jeden Ritter, Adligen und Stadtbeamten in ihren Diözesen schwören zu lassen, dass er die Ketzer ausrotten wolle. Und wohl war ferner ein solcher Eid auch schon in Montpellier und anderen Städten, die vor dem kommenden Zorne zitterten, auferlegt worden. Aber das alles hatte wenig zu bedeuten. Denn die durch die Furcht erpressten Eide blieben nur eine leere Form. Und die Huldigung, die Montfort von seinen neuen Vasallen empfing, war ebenso wenig ernsthaft gemeint. Zwar ordnete er seine Grenzen mit Raimund, der versprach, seinen Sohn mit der Tochter Montforts zu vermählen und nahm den Titel Vicomte von Béziers und Carcassonne an. Aber Peter von Aragon weigerte sich, seine Huldigung entgegenzunehmen und ermunterte im Geheimen die Schlossherren, die in der Hoffnung auf den versprochenen baldigen Beistand noch aushielten, während sich andere, die sich schon unterworfen hatten, wieder empörten und Schlösser, die schon erobert worden waren, ihren früheren Herren zurückerobert wurden. Nach und nach erholte sich das Land von seinem Schrecken. Ein lästiger Parteikrieg entstand, kleine Abteilungen von Montforts Truppen wurden gefangen genommen und bald reichte seine Herrschaft nicht weiter als die Spitze seiner Lanze. Einmal konnte er nur mit Mühe seine Besatzung in Carcassonne von der Flucht abhalten. Und als er aufbrach, um Termes zu belagern, war es fast unmöglich, einen Ritter zu finden. Einen Ritter, der bereit war, das Kommando über Carcassonne zu übernehmen. Für so gefährlich galt der Posten. Ein Selbstmordkommando, würden wir heute wohl sagen. Ne? Trotz all dieser Schwierigkeiten gelang es ihm aber, noch einige weitere Festungen zu erobern und seine Herrschaft über das Albigeois und das Gebiet des Grafen von Foix auszudehnen. Des Weiteren beeilt er sich, die Gunst des Papstes Innozenz zu gewinnen, deren er zur Bestätigung seiner neuen Würde bedurfte und ihn zugleich um die Ausübung seines Einflusses zur Erlangung weiterer Unterstützung dringend zu bitten. Alle Zehnten und Erstlingsfrüchte sollten hinfort der Kirche regelmäßig gezahlt werden. Jeder, der 40 Tage lang exkommuniziert blieb, sollte mit einer schweren Geldstrafe, deren Höhe nach seinem Vermögen sich richtete, belegt werden. Für die so reichlich ausgeteilten Schätze des Seelenheils sollte Rom von dem verwüsteten Lande eine jährliche Steuer von 3 Denaren für jeden Herd bekommen, während der Graf selbst dazu noch einen jährlichen Tribut, wenn auch in unbestimmten Worten, versprach. Antichristpapst Innozenz III. Antwortete im November, indem er seiner Freude Ausdruck gab über den herrlichen Erfolg, dass den Ketzern 500 Städte und Schlösser entrissen worden waren.
Gnädig nahm er an dem angebotenen nahm er den angebotenen Tribut an und bestätigte Montforts Rechtsansprüche auf Béziers und Albi, indem er ihm zugleich beschwor, in der Ausrottung der Ketzerei unermüdlich zu bleiben. Doch scheint er von der gefährlichen Lage Montforts nur wenig Ahnung gehabt zu haben. Denn das Gesuch um Unterstützung lehnte er einfach ab, unter Hinweis auf die zahllosen Klagen, die täglich aus Palästina bei ihm einliefen, darüber, dass die dort so dringend nötige Höfe durch die Kämpfe gegen die Ketzer in der näheren Heimat abgezogen würde. Er begnügte sich damit, den Kaiser Otto, die Könige von Kastilien und Aragonien und verschiedene Städte und Adlige, von denen eine wirkliche Hilfe kaum erwartet werden konnte, für die Sache Montforts zu interessieren. Des Weiteren wies der Papst die Erzbischöfe im Umkreis des Ketzergebietes an, ihre Geistlichen zu überreden, dass sie einen Teil ihrer Einkünfte an Montfort abtreten sollten, und ermahnte die Truppen des Grafen, erst im folgenden Frühjahr ihren Sold zu verlangen. Aber keine dieser päpstlichen Vorstellungen konnte mit Wahrscheinlichkeit auf einen Erfolg rechnen. Etwas fruchtbarer war die weitere Maßregel des Papstes, alle Kreuzfahrer von der Verpflichtung der Zinszahlung für die von ihnen entliehenen Kapitalien zu entbinden. Seine wirksamste Maßregel aber bestand unzweifelhaft darin, dass er alle Äbte und Prälaten in den Diözesen Narbonne, Béziers, Toulouse und Albi anwies, die ihnen von hartnäckigen Ketzern anvertrauten Summen zugunsten Montforts zu konfiszieren. Gerade diese Verfügung des Papstes ist einerseits ein unwiderleglicher Beweis für die freundschaftlicheren und vertraulichen Beziehungen, die ehedem in Südfrankreich zwischen den Ketzern und dem Klerus bestanden. Andererseits beweist sie, wie viel oder besser wie wenig die einfachsten Grundsätze der Ehrlichkeit in Rom geachtet wurden. Das ist ja nun mal ein ganz interessanter letzter Satz. Ja? Gleichzeitig beweist sie, wie viel oder besser wie wenig die einfachsten Grundsätze der Ehrlichkeit in Rom beachtet wurden. Ich möchte hier noch mal kurz eine kleine Anmerkung machen. Wir haben hier gerade eben gelesen, etwas fruchtbarer war die weitere Maßregel des Papstes, alle Kreuzfahrer von der Verpflichtung der Zinszahlung für die von ihnen entliehenen Kapitalien zu entbinden. Dafür müssen wir natürlich verstehen, wir sind hier im Jahre 1204, 1205 ungefähr in der Geschichte im Moment. Ja? Also vor der Zeit des Verbots der Tempelritter. Und die Tempelritter waren damals die Meister des Geldes, die Beherrscher des Geldes, genauso wie es heute der Vatikan mit den Malteserrittern ist, durch die Jesuiten, die ja die wieder aufgestandenen Tempelritter sind. Und die haben teilweise Zinsen verlangt bis zu 50% und 100%, je nachdem, an wen sie jetzt was geliehen haben. Also heutzutage würden wir das natürlich Wucherzins nennen. Ich meine, das hat man damals wohl auch Wucherzins genannt, aber ja, wo willst du hin, wenn du das Geld brauchst? Und ein paar Jahre später hat das ja auch dazu geführt, dass die Tempelritter verhaftet wurden und der Orden aufgelöst wurde. Aber ich finde das mal ganz wichtig, dass wir hier eben mal davon lesen, dass eben der Papst alle Kreuzfahrer von der Verpflichtung der Zinszahlung für die von ihnen entliehenen Kapitalien entbindet. Die Frage ist, inwieweit haben die Tempelritter dieser Entbindung gehorcht und haben tatsächlich die Zinsen den Leuten erlassen. Nun, wir gehen hier noch mal kurz in eine Fußnote rein, nach dem letzten Satz, der ja wie heißt, wie besser, wie wenig die einfachsten Grundsätze der Ehrlichkeit zu Rom geachtet wurden oder in Rom geachtet wurden. Da steht hier durch eine sehr merkwürdige exegetische Bemühung, also eine bibelauslegende Bemühung, gelang es den Dominikanern, sich davon zu überzeugen, dass der Brief des Antichristenpapst Innozenz, der Montfort in seinem Besitze von Albi bestätigte, eine Approbation des Dominikanerordens war und den Beweis liefert, dass Montfort ein Mitglied desselben war. Also Montfort war ein Mitglied des Dominikanerordens, der natürlich auch hart gegen die sogenannten Ketzer vorging, und damit war er eben auch einer der Inquisitoren dieser neu gegründeten Inquisition, die ja von den Dominikanern geführt wurde.
Nachdem Montfort, fährt der Autor nun im zweiten Absatz auf Seite 180 fort, den größten Teil des von ihm eroberten Gebietes wieder verloren hatte, verbesserte sich im Frühjahr 1210 seine Lage dadurch, dass mehrere Scharen von Pilgern, so nannte sich das friedliche Völkchen gewöhnlich, zu seinen Streitkräften stießen. Die kurze Zeit, für welche das Kreuz übernommen wurde, machte es notwendig, von den Neuangekommenen sofort Gebrauch zu machen, und Montfort ließ nicht nach, sie zur Zurückeroberung seines Gebietes und zur Bezwingung der noch aushaltenden Schlösser zu benutzen. Es ist überflüssig, auf die Einzelheiten dieses Religionskrieges näher einzugehen, zumal die Sache sich fast überall in ganz gleicher Weise abspielt. War nämlich ein Schloss erobert, so wurde gewöhnlich die Besatzung getötet, den Nichtkämpfern aber die Wahl zwischen Rom und dem Scheiterhaufen gestellt. Eine Wahl, die Tausende von unbekannten und vergessenen Schwärmern die Gelegenheit zu eifrigem Martyrium gab. Lavour, Minerve, Cassé, Termes sind Namen, die alles besagen, was sich der Mensch zur Ehre Gottes auferlegen und dulden kann. Recht bezeichnend für den Geist, der beide Parteien beseelte, ist ein Vorfall, der bei der Kapitulation von Minerve sich abspielte. Als hier Robert Mauvoisin, Montforts treuester Anhänger, gegen die Bestimmung protestierte, dass die widerrufenden Ketzer verschont bleiben sollten, erklärte ihm der Legat Arnold von Citeaux, er solle sich nur beruhigen, da nach seiner durch viele Fälle gestützten Erfahrung wenige von der Vergünstigung Gebrauch machen würden. Und so war es auch. Mit Ausnahme von drei Frauen weigerten sie sich einstimmig, ihre Sicherheit durch Apostasie zu erkaufen. Und sie ersparten sogar ihren Besiegern die Mühe, sie in den flammenden Scheiterhaufen zu werfen, dadurch, dass sie frohlockend selbst in die Flammen sprangen. Wenn der barbarische Eifer der Pilger sich bisweilen in übertriebener Weise kundgab, so zum Beispiel als sie die Mönche von Bourbon blendeten und ihnen Nasen und Ohren abschnitten, so dass von dem menschlichen Gesichte eigentlich nichts mehr übrig blieb, so müssen wir zur Erklärung solcher Scheußlichkeiten einerseits an die Volksschichten denken, aus denen die Kirche ihre Rekruten nahm, und andererseits an die Straflosigkeit, die man den Pilgern sowohl für dieses wie für jenes Leben zusicherte. Wenn aber Raimund sich einbildet, dass er auf Kosten seines Neffen sich selbst aus der Schlinge gezogen habe, so sollte er bald eines Besseren belehrt werden. Arnold von Citeaux hatte seinen vollständigen Untergang beschlossen, und Montfort trachtete eifrig danach, mit der Reinheit des Glaubens auch die Herrschaft weiter auszubreiten. Schon im Herbste 1209 wurden die Bürger von Toulouse in großes Erstaunen gesetzt durch die Forderung des Legaten, alle diejenigen, die von seinen Gesandten als Ketzer bezeichnet werden würden, bei Strafe der Exkommunikation und des Interdiktes auszuliefern. Sie beteuerten, dass es bei ihnen keine Ketzer gebe, dass alle namhaft Gemachten bereit seien, sich von dem Verdachte der Ketzerei zu reinigen, und dass endlich schon Raimund der V. auf ihr Drängen Gesetze gegen die Ketzer erlassen habe, aufgrund deren sie viele verbrannt hätten und alle verbrennen würden, welche man finden könnte. Sie wandten sich daher an den Papst, indem sie für den 29. Januar 1210 eine Audienz erbaten. Zu derselben Zeit erklärte Montfort dem Grafen Raimund, dass er, wenn den Forderungen des Legaten nicht entsprochen würde, ihn angreifen und gehorsam erzwingen würde. Raimund erwiderte, er wolle die Sache mit dem Papst direkt erledigen. Gleichzeitig appellierte er ohne Verzug persönlich an Philipp August und den Kaiser Otto, ohne freilich mehr als schöne Worte zur Antwort zu erhalten. In Rom war er offenbar glücklicher. Seine Stellung war ja auch im Grunde genommen keine ungünstige. Er war nie der Verbrechen, deren er angeklagt war, überführt worden. Er hatte der Kirche stets gehorsam gelobt und sich bereit gezeigt, seine Unschuld auf dem gesetzmäßigeren Weg jener Zeit, nämlich durch eine kanonische Reinigung, zu beweisen. Er hatte sich einer grausamen Buße unterworfen, gleich als wäre er überführt gewesen, und war absolviert worden, gleich als ob man ihm verziehen hätte. Er hatte seitdem
treue und schätzenswerte Dienste gegen seine ehemaligen Freunde geleistet und hatte den Kirchen, die er beraubt hatte, jeden nur möglichen Ersatz geboten. Mutig beteuerte er daher seine Unschuld und verlangte ein Verhör sowie die Rückgabe seiner Schlösser. Antichrist Innozenz III. Scheint anfangs von dem Unrecht, das dem Grafen angetan war, und von dem Verbrechen, das über demselben schwebte, gerührt worden zu sein. Aber wenn dem so war, so blieb der Eindruck doch nur sehr flüchtig, und der Antichrist kehrte wieder zu der Doppelzüngigkeit zurück, die sich bis dahin so wirksam erwies. Er erklärte zunächst, dass die Bürger von Toulouse sich gerechtfertigt hätten und verlangte Aufhebung der über sie verhängten Exkommunikation. Bezüglich Raimunds beauftragte er die Erzbischöfe von Narbonne und Arles, ein aus Prälaten und Adligen bestehendes Konzil zusammenzuberufen, welches den Grafen seinen dringenden Wunsche gemäß verhören sollte. Wenn dort ein Ankläger auftreten sollte mit der Behauptung, Raimund sei ein Ketzer und sei verantwortlich für die Ermordung des Petrus von Castelnau, so sollten beide Parteien gehört, das Urteil gesprochen und zur letzten Entscheidung nach Rom gesandt werden. Falls dagegen kein förmlicher Ankläger erscheine, so solle ihm eine geeignete Reinigung auferlegt und er nach Vollziehung derselben für einen guten Katholiken erklärt und wieder in den Besitz seiner Schlösser gesetzt werden. Alles das war dem Anschein nach durchaus aufrichtig gemeint. Aber bedenken wir bitte die Doppelzüngigkeit des Antichristen hier. Aber die betrügerische Absicht des Papstes ergibt sich unzweifelhaft aus seinen gleichzeitig an den Legaten Arnold gerichteten Briefe, worin diesem im Voraus Lob für sein Vorgehen gespendet und erklärt wird, dass es nur ein Lockmittel für Raimund sein sollte, wenn er die Erledigung der Sache vor der Öffentlichkeit dem Magister Thedesius übertrage. Der Legat, so erklärte der Papst, solle der Haken sein, an dem Thedesius als Lockspeise hinge. Auch in Betreff einiger geringerer Angelegenheiten gab Innozenz Anweisung und entließ sodann Raimund, nachdem er ihn, um ihn in vollständige Sicherheit einzuwiegen, bei seiner letzten Audienz mit einem kostbaren Mantel und einem Ringe, den er von seinem eigenen Finger abzog, beschenkt hatte. Freude herrschte in Toulouse, als Raimund zurückkehrte und das Versprechen einer schleunigen Beilegung der Wirren sowie die Zurücknahme des Interdikts mitbrachte. Ja, wir erinnern uns, wenn eine Stadt unter Interdikt gelegt wurde, dann durfte man nicht heiraten, man durfte seine Toten nicht begraben, keine Messe halten, nicht taufen und so weiter und so weiter. Also da, das war für die Leute ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht unter dem Interdikt zu stehen. Der Legat Arnold verstand ausgezeichnet den Sinn der päpstlichen Anweisung und wurde plötzlich freundschaftlich und liebevoll. Wir hören sogar von einem Besuche, den er und Montfort bei Raimund in Toulouse machten und wobei sie prächtig empfangen wurden. Raimund ließ sich sogar, wie es heißt, überreden, die Zitadelle der Stadt, die unter dem Namen Château Narbonnais bekannt war, dem Legaten als Wohnsitz zu schenken. Dieser übergab sie sogleich Montfort, ihre Wiedereroberung kostete später Tausenden von Männern das Leben. Weiter erpresste Arnold von Raimund das Versprechen von 1000 tolosanischen Livres, die die Bürger bezahlen sollten, ehe er die das Interdikt aufhebenden Briefe des Papstes würde in Wirksamkeit treten lassen. Als die eine Hälfte der Summe bezahlt war, gab er ihnen seinen Segen. Als aber die Bezahlung der anderen Hälfte sich verzögerte, erneuerte er das Interdikt wieder und es kostete den Bürgern große Mühe, die Aufhebung desselben vom Neuen zu erlangen. Wie uns ein fanatisch-orthodoxer Augenzeuge erzählt, schloss sich Thedesius in Toulouse dem Legaten an, um mit ihm zu überlegen, wie sie das von Innozenz dem Grafen Raimund gemachte Versprechen, demselben Gelegenheit zur Reinigung zu geben, am besten und plausibelsten umgehen könnten. Denn sie sahen voraus, dass er sich reinigen würde und dass alsdann die Vernichtung des Glaubens die Folge wäre. Das einfachste Mittel zur Erreichung dieses frommen Zweckes, zwischen Anführungszeichen bitteschön, bestand nun offenbar darin, Raimund zu beschuldigen, dass er die Forderung, sein Gebiet von der Ketzerei zu reinigen,
nicht erfüllt habe. Um indessen den Schein eines wohlüberlegten Betrugs zu vermeiden, wurde die feierliche Komödie vereinbart, dem Grafen nach Verlauf von 3 Monaten einen Tag zu bestimmen, wo er in Saint-Gilles erscheinen und seine Reinigung von der Beschuldigung der Ketzerei und der Ermordung des Legaten anbieten solle. Zugleich fügte man eine Warnung bei, wegen seiner Säumigkeit in der Ausrottung der Ketzerei. Am festgesetzten Tage, im September, wird mich nicht wundern, wenn es der 11. wäre, versammelte, 1210 übrigens, versammelte sich eine Anzahl von Prälaten und Adligen in Saint-Gilles. Raimund erschien mit seinen Eideshelfern in der Hoffnung, nun endlich seine Aussöhnung mit der Kirche erlangen zu können. Seine Hoffnung wurde indessen grausam getäuscht. Trau der römisch-katholischen Kirche und du bist verloren, sage ich da nur zu. Mit kühler Gelassenheit erklärte man ihm, dass seine Reinigung nicht angenommen werden könne, dass er sich offen als einen Meineidigen bewiesen habe, da er seine wiederholt feierlich beschworenen Versprechungen nicht erfüllt habe, und dass, da sein Eid in geringen Sachen wertlos sei, er auch bei einer so wichtigen Angelegenheit wie der Ketzerei und der Ermordung des Legaten nicht angenommen werden könne. Auch die Eide seiner Eideshelfer hätten ebenso wenig Wert wie der seinige. Ein Mann von größerer Charakterstärke würde sich bei der Enthüllung eines so nichtswürdigen Betruges flammenden Zornes entrüstet haben. Raimund dagegen, von der plötzlichen Vernichtung seiner Hoffnungen vollständig erschüttert, brach einfach in Tränen aus. Ein Umstand, den seine Richter als einen weiteren Beweis für seine angeborene Schlechtigkeit gewissenhaft notierten. Sofort erneuerte man die Exkommunikation, deren Aufhebung ihm so unendliche Mühe gekostet hatte. Der Form wegen fügte man die Zusage bei, dass, wenn sein Land von der Ketzerei reinigen und sich auch sonst der Gnade würdig zeigen würde, die zu seinen Gunsten gegebenen päpstlichen Befehle erfüllt werden sollten. Der Provençal war offenbar den schlauen Italienern nicht gewachsen. Dass Innozenz die grausame Komödie billigte, ersieht man aus einem Briefe, den er im Dezember 1210 an Raimund selbst richtete. In diesem Briefe gibt er seiner Betrübnis darüber Ausdruck, dass Raimund sein Versprechen, die Ketzer auszurotten, nicht gehalten habe, und fügt die Warnung hinzu, dass, falls er es auch fernerhin nicht tun würde, sein Land den Kreuzfahrern preisgegeben werden solle. In einem anderen Briefe, der mit demselben Eilboten abging, beklagt er sich darüber, dass die Herdsteuer von 3 Denaren so dürftig eingehe. Ein Beweis dafür, dass auch Innozenz auf die gewinnbringende Seite der Verfolgung sein Augenmerk gerichtet hielt. Die Ermahnungen, die er gleichzeitig an die Grafen von Toulouse, Comminges und Foix sowie an Gaston von Bern richtete, den Grafen Montfort Höfe zu leisten, sowie die Drohung, dass er sie für Beschützer der Ketzerei halten würde, wenn sie demselben Widerstand leisteten, beweisen, wie alle Fragen schon im Voraus erledigt und die Räubereien unwiderruflich beschlossen waren. Was alle klarsehenden Menschen schon längst erkannt hatten, wurde nun auch Raimund deutlich. Es fiel ihm endlich wie Schuppen von den Augen. Ne? Nämlich, dass es die wohlüberlegte Absicht der Legaten sei, ihn zu verderben. Hätten die Adligen von Languedoc gleich bei Beginn sich vereinigt, so würden sie wahrscheinlich die immer nur vorübergehenden Angriffe der Kreuzfahrer erfolgreich abgewehrt haben. So aber ließen sie sich einer nach dem anderen unterwerfen, während Raimund, ihr geborener Führer, mit der trügerischen Hoffnung auf Versöhnung in Untätigkeit gehalten wurde. Jetzt war freilich seine Hoffnung auf Rückgabe seiner Schlösser dahin. Jetzt war die Hoffnung dahin, und es war Zeit für ihn, sich so gut als möglich zum unvermeidlichen Kriege zu rüsten. In dieser Absicht, und um seine Untertanen um sich zu vereinigen, schickte er eine Liste der Bedingungen herum, die ihnen angeblich auf einer Konferenz in Arles im Februar 1211 gestellt worden waren, Bedingungen, die für das Volk wie für ihn selbst äußerst demütigend und drückend waren und deren Annahme das ganze Gebiet
und seine Bevölkerung der Herrschaft der Legaten und Montforts unterstellt, jeden Einwohner, Katholiken wie Ketzer, Adlige und Bauern, mit dem Stempel der Hörigkeit gebrandmarkt und Raimund selbst für sein ganzes Leben ins Heilige Land verbannt haben würde. Mögen nun solche Forderungen wirklich erhoben worden sein oder nicht, auf alle Fälle war ihre Wirkung auf das Volk sehr groß, und zu jedem persönlichen Opfer bereit, scharte es sich wie ein Mann um seinen Herrscher. In einer Fußnote lesen wir hier nur, dass die einzige Quelle für dieses außergewöhnliche Dokument ist von Wilhelm von Tudela und nach ihm der Geschichtsschreiber des Grafen von Toulouse, Anmerkung von Hardouin. Obgleich die meisten Geschichtsschreiber es für echt ansehen, kann ich, Henry Charles Lear, es nicht dafür halten. Vielmehr scheint es mir ein Machwerk des Grafen Raimund zu sein, bestimmt den Unwillen seines Volkes zu erregen. Dass die Liste der Bedingungen untergeschoben war, scheinen die letzten Verhandlungen zu beweisen, durch die Raimund mit dem Mut der Verzweiflung den unvermeidlichen Bruch noch einmal aufzuhalten suchte. Im Dezember 1210 finden wir ihn in Narbonne, wo er mit den Legaten Montfort und Peter von Aragon verhandelte. Und die wurden uns ja bereits zur Genüge vorgestellt. Man stellte ihm unannehmbare Bedingungen, während Peter endlich darin einwilligte, Montforts Huldigung für Béziers anzunehmen. Kurze Zeit darauf war eine andere Versammlung in Montpellier, die gleichfalls für Raimund fruchtlos verlief, während Montfort mit Peter einen Vertrag schloss und dessen unmündigen Sohn Jakob als Geisel empfing. Im Frühjahr 1211, während der Belagerung von Lavour, suchte Raimund den Grafen von Montfort nochmals auf. Er ließ sogar eine Zeit lang Lebensmittel für die Kreuzfahrer von Toulouse herbeischaffen, obgleich er sich vorher vergeblich bemüht hatte, den Abmarsch einer Heeresabteilung zu verhindern, welche die Tolosaner zu den Belagerern stoßen ließen. Fast sofort nach der Einnahme von Lavour, am 3. Mai 1211, fiel Montfort in das Gebiet Raimunds ein und eroberte mehrere von seinen Schlössern, anscheinend ohne dass er herausgefordert worden war oder eine Kriegserklärung erlassen hatte. Nun machte Raimund einen letzten, erbärmlichen Unterwerfungsversuch. Alle seine Besitzungen, mit Ausnahme der Stadt Toulouse, bot er dem Legaten und Montfort als Sicherheit an für die Ausführung dessen, was man von ihm verlangte, indem er sich nur sein nacktes Leben und das Erbrecht seines Sohnes vorbehielt. Aber auch diese Bedingung wurde mit Verachtung zurückgewiesen, aufgrund der Doppelzüngigkeit des Papstes. Raimund hatte sich so weit erniedrigt, dass man ihn gar nicht mehr ernsthaft berücksichtigte. Außerdem erwartete man den Grafen von Bar mit einer großen Schar von Kreuzfahrern. Die 40-tägige Dienstzeit derselben sollte bis zum Äußersten ausgenutzt werden, und so wurde die Belagerung von Toulouse beschlossen. Sobald die Tolosaner von dieser Absicht hörten, schickten sie eine Gesandtschaft an die Kreuzfahrer mit der Bitte, man möge sie verschonen, da sie sich ja mit der Kirche ausgesöhnt und bei der Belagerung von Lavour Hilfe geleistet hätten. Unversöhnlich antwortete man ihnen, dass sie nicht geschont würden, wenn sie nicht Raimund aus der Stadt jagen und ihr Lehnsverhältnis zu ihm lösen würden. Das aber verweigerten sie einstimmig, vergaßen all ihre inneren Streitigkeiten und bereiteten sich wie ein Mann zum Widerstande vor. Ein bemerkenswerter Beweis für die Stärke der republikanischen Verfassung eines bürgerlichen Gemeinwesens liegt in der Tatsache, dass die Belagerung von Toulouse das erste bedeutende Hindernis war, auf welches die Kreuzfahrer stießen. Die Stadt war gut befestigt und hatte eine starke Besatzung. Auf die Aufforderung ihres Lehnsherrn waren die Grafen von Foix und Comminges herbeigeeilt. Die Bürger nahmen es ernst mit der Verteidigung und hielten nicht nur ihre Tore offen, sondern machten auch Breschen in die Mauer, um leichter eine Anzahl mutiger Ausfälle machen zu können, die den Belagerern sehr teuer zu stehen kamen.
Diese zogen sich am 29. Juni unter dem Schutze der Nacht so schnell zurück, dass sie sogar ihre Kranken und Verwundeten im Stiche ließen. Ihr einziger Erfolg war der, dass sie das Land vollständig verwüstet und Häuser, Weinberge, Obstgärten, Weiber und Kinder in ihrer Wut vernichtet hatten. Montfort verließ den Schauplatz seiner Niederlage, um die gleichen Verwüstungen auch in dem Gebiete von Foix vorzunehmen. Erinnert mich an verbrannte Erde aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Das mutige Vorgehen der Tolosaner zur Abwehr eines ungerechten Angriffes war natürlich in den Augen der Kirche nichts anderes als eine Begünstigung der Ketzerei und veranlasste Antichrist Papst Innozenz III. Zu einem neuen Bannfluch gegen Raimund und die Stadt, weil sie Montfort und die Kreuzfahrer, zwischen Anführungszeichen, verfolgt hätten. Wir werden nächstes Mal am Ende auf Seite 187 mit der nächsten, dann wohl 18. Lesung in diesem Buch, die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Dear, im 4. Kapitel die Kreuzzüge gegen die Albigenser, fortfahren und werden dann wohl sehen, wie es in diesem Krieg gegen Raimund weitergeht, der sich immer wieder verpflichtet hatte, gegen die Ketzer vorzugehen und sich dann eines Besseren besinnt hatte. Das kann keinem Papst gefallen. Und das gab er hier auch deutlich zum Ausdruck. Deswegen haben wir die Belagerung von Toulouse, diese ganzen neuen Bemühungen Raimunds, die vergeblich waren, die neuen Erfolge des Papstes und natürlich, was wir gesprochen hatten, eben die Erfolge der zwei Legaten, des einerseits des Peters des Zweiten von Aragon und Simon von Montfort. Diese, ich finde sie inzwischen eine sehr interessante Geschichte, da brauche ich gar keine Spielfilme, da lese ich lieber das Buch hier, da habe ich genug Informationen geschichtlich, was wirklich passiert ist und wir sehen, was alles im Namen der, zwischen Anführungszeichen, Religion passiert ist. Ja? Und wir sehen, dass jeder dieser Kriege einen Religionshintergrund hat, genauso wie er den heute auch noch hat. Nur erzählen sie uns das nicht. Deswegen ist das Studium dieses Buches für mich persönlich so wichtig, dass wir begreifen, dass alles, was in dieser Welt passiert, auf politischer Ebene einen religiösen Hintergrund hat. Und das macht uns Henry Charles Lear mit seiner Geschichtsaufzeichnung der Geschichte der Inquisition im Mittelalter in diesem ersten Band sehr, sehr deutlich. Bis hierhin danke ich fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.